Zum Zeitstrahl von Papyrus Autor gibt es bereits zwei Videos, die diesen umfangreich erklären. Hier nun geht es darum, was ist beispielsweise, wenn ich eine Rückblende habe von, sagen wir, 10 Jahren und dazwischen passiert nichts, dazwischen wird auch nichts beschrieben. Dann würden ja im Zeitstrahl die Elemente unheimlich weit auseinander liegen. Deswegen zeige ich mal hier an diesem Dokument, wie wir größere Zeiträume sozusagen schneller überbrücken können mit dem Zeitstrahl. Ich habe in diesem Fall gar keinen umfangreichen Roman, sondern eine Erzählung. Allerdings muss man wissen, diese Erzählung spielt hier in einem Jahr und dann gibt es eine Rückblende, die 30 Jahre zurückliegt. Und das letzte Kapitel springt dann wieder entsprechend in die Jetztzeit. Das sieht im Zeitstrahl, wenn ich den öffne für diese Erzählung, also ich klicke hier wieder auf das Uhrensymbol, würde dann so ausschauen. Ich sehe gar nicht viel. Ich sehe tatsächlich hier die Szenen, also wir haben hier keine Kapitel, sondern Szenen. Wir sehen hier die Szenen, wie es begann und dann haben wir diesen zweiten Strang heute. Das ist also das erste und die erste und die letzte Szene dieses Beitrags. Ja, wie überbrücken wir diesen Zeitraum? Am schnellsten, indem wir einfach in diesen leeren Bereich hier klicken mit der rechten Maustaste und sagen dann Zeitspanne komprimieren. Dann wird automatisch ein Bereich, in dem sich keine Kapitel und keine Elemente befinden, komprimiert. Und das ist das Ergebnis. Wir sehen jetzt eben sehr schön, hier gibt es sozusagen einen Zeitsprung. Das spielt hier am 1. Januar 2014. Das spielt am 25. September 2042. Und wir sehen sehr schön, die erste Szene, hier eben gelb markiert, spielt in diesem Jahr. Dann gibt es einen Rücksprung und die Szenen 2, 3, 4 und 5 spielen dann vor 30 Jahren und dann wieder die letzte Szene. Das zeigt also wunderbar der Zeitstrahl. Ich kann sogar, wenn ich jetzt sage, da wäre jetzt noch eine Szene an dieser Stelle ganz gut, kann ich diese sogar auch entsprechend einfügen. Also wenn ich die fünfte Szene markiere und klicke hier oben auf Neue Szene, die nenne ich jetzt einfach mal der Hafen, und dann wird die schon automatisch hier angefügt und beginnt nach der fünften. Jetzt stellt sich die Frage, Moment mal, eine Szene, wo ist der Text dazu? Und wir wissen wieder, wir markieren das Ganze und gehen zum Textfenster und wir sehen, was passiert ist. Es wurde einfach eine leere Szene angelegt, die aber hier schon der Hafen heißt und die ich jetzt dann textlich befüllen kann. Also auch hier spielt Dokument und Zeitstrahl sehr gut zusammen, indem ich über den Zeitstrahl mir auch darüber Gedanken machen kann, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein Textelement fehlt, um diesen Zeitraum noch zu füllen oder zu beschreiben. Dann kann ich hier schon mal diese Arten von Platzhaltern setzen. Es gibt noch einen weiteren Fall, den wir uns anschauen müssen. Was ist, wenn zwischen zwei Kapiteln oder Szenen keine erzählerische Lücke ist, sondern wenn tatsächlich eine Szene über einen längeren Zeitraum geht, länger im Verhältnis zu den anderen. Also Beispiel nochmal zu der eben gezeigten Geschichte. Nehmen wir mal an, das fünfte Kapitel wäre im Vergleich zu den anderen unheimlich lang. Auch hier sieht man, ist natürlich dann die Darstellung des Gesamtprojektes ein bisschen zeitlich verzerrt. Jetzt könnte ich tatsächlich auch hier wieder das automatisch machen lassen mit einem Rechtsklick und sagen Zeitspanne komprimieren. Dann haben wir den Effekt, dass auch der erzählte Strang hier reduziert wird und rot wird dargestellt, dass hier die Zeit verkürzt ist. Ich lösche das jetzt aber wieder, Zeitraffer löschen, und zeige, dass ich es auch manuell einstellen kann. Dazu klicke ich hier oben auf das Symbol Zeitraffer. Dann ist alles hier so mit so einem Grauschleier überdeckt. Und jetzt kann ich den Bereich, den ich mit diesem Zeitraffer versehen möchte oder mit einem sogenannten Warp versehen möchte, auch von Hand markieren. Und indem ich die Alt-Taste drücke und gleichzeitig mit dem Mausrad mich bewege, wird Mausrad nach oben, jetzt, man sieht es hier, der Zeitraum ebenso individuell
zusammengeschrumpft, soweit ich es haben möchte. Wenn ich ihn gar nicht so weit schrumpfen möchte, zum Beispiel so, dann lasse ich an der Stelle los die Alt-Taste und ich schalte diesen Zeitraffer-Modus wieder aus und sehe, jetzt haben wir auch eine Verkürzung, die nicht ganz so kondensiert ist wie die automatische.